Kitchener Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer mehr. Ja, hallo, herzlich willkommen zum VfR TV. Das Spiel in Unterföhring ist vorbei. 0-2 haben wir gewonnen. Daniel Weber, wie immer nimmst du dir Zeit für uns. Du hast gerade mit dem Team einen kleinen Kreis gehabt und ein paar Worte gesagt. Was sagt man nach so einem Sieg? Ja, dass man, wenn man zwei so super Halbzeiten spielt, dass man sich das absolut verdient und dass wir jetzt überhaupt nicht aufhören dürfen, sondern erst recht weitermachen müssen. Es kommt das nächste Spitzenspiel. Und wenn wir die Leidenschaft an den Tag bringen, dann gewinnen wir das auch. Was nimmst du dir vor für die Woche, dass die Jungs, das, was du jetzt, diesen Trend, sag ich mal, was die Jungs jetzt haben, dieser Zusammenhalt, der jetzt immer mehr zusammenfügt, die Spieler passen immer mehr zusammen. Was sagst du denn jetzt in dieser Woche? Ja, dass man so weitermachen muss und dass man weiter genauso fleißig sein muss. Und wenn wir das sind, dann habe ich gute Hoffnung, dass das die nächsten Wochen auch noch so weitergeht. Aber auch wenn man mal ein Tor kriegt, auch wenn mal irgendwas passiert, man darf halt nicht aufhören. Und das machen wir zurzeit die ganze Zeit, auch wenn es mal kurz eng und brenzlig wird, aber das gehört halt dazu, wenn der Gegner aufmacht. Und das machen wir richtig, richtig stark zurzeit. Haben einen guten Verbund gefunden jetzt. Und es sieht auch nach einem guten Fußball aus. Da ich dich jetzt nicht so lange auf die Folter spannen will, beziehungsweise da du jetzt auch mal ins Warme gehen sollst, was sagst du uns nur für nächste Woche? Was erwartet uns da? Ich glaube, einen ähnlichen Fight wie heute, aber eine sehr starke Mannschaft. Also mit wahrscheinlich einem der besten Einzelspieler in der Liga. Müssen wir gucken, dass wir den aus dem Spiel kriegen. Und wir müssen sie vorne beschäftigen, also bei sich in der eigenen Hälfte. Und wenn wir das machen, dann glaube ich, dann haben wir gute Chancen. Gut, ich bin wieder der Optimist. Ich sage, wir holen mindestens ein, wenn nicht sogar drei Punkte. Somit verabschieden wir uns und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis dahin, auf Wiedersehen.